Was geht ab, ihr Brüllaffen? Lang, lang ist's her. Willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Als erstes muss ich mich entschuldigen dafür, dass ich so lange kein Video hochgeladen habe. Schätze ich. Eine Woche habe ich jetzt verpasst. Montag, Mittwoch, Freitag hatte ich ja gesagt. Und weder Montag noch Mittwoch noch Freitag kam ein Video. Und das lag daran, dass ich vom Heuschnupfen... Ja, wie soll man es nennen? Behindert wurde, sage ich mal. Ich kann da einfach irgendwie nicht so hinterstehen, so ein Video aufzunehmen, wo ich die ganze Zeit nur so röchel und niese und mir alle 2 Minuten die Nase putze. Deshalb habe ich dann einfach mal eine Woche ausgesetzt. Jetzt momentan ist es ein bisschen besser. Wir gehen mal in McNuggets. Momentan ist es ein bisschen besser, zumindest jetzt gerade, und deshalb will ich jetzt gerade diesen Zeitpunkt auch nutzen, um mal wieder irgendwie was zu machen. Man kann nur hoffen, dass ich es jetzt überwunden habe, größtenteils, und dass ich jetzt wieder meinen Tagesablauf normal gestalten kann. Da kann ich auch wieder was anderes einsetzen. McNuggets ist ja deutlich höher. Ich weiß nicht, kennt ihr das auch, wenn ihr so verstopfte Nase habt? Ihr müsst andauernd niesen, ihr müsst husten, ihr habt vielleicht ein bisschen Halsschmerzen. Da kann man sich einfach irgendwie zu nichts motivieren. Man hat für nichts Energie, zumindest ist es bei mir so. Ich mag mich nicht groß bewegen. Ich mag nicht reden, weil es irgendwie im Hals wehtut. Ich mag auch fast eigentlich nicht denken, das ist auch anstrengend. Das ist echt nicht schön, ist echt nicht schön. Aber ich hoffe mal, das wird jetzt langsam besser. Vor allem jetzt kommt auch bald die Klausurenphase, da würde ich ungern... So, einfach nur so rumgammeln, das wäre blöd. Das Ding ist etwas fetter, als ich es in Erinnerung habe. Naja. Aber es ist sogar noch deutlich wütender. Warte, Watchhawk ist schon... Ja, Patriot ist die Vorentwicklung, also ist die Weiterentwicklung, ja. Ja, ist schon ein tolles Pokémon auf jeden Fall. Also ich denke, man merkt, dass ich noch nicht wieder ganz fit bin. Merke ich zumindest, habe ich das Gefühl, wenn ich so rede. Aber, naja, ich wollte zumindest mal wieder irgendwie was machen. Und auch irgendwie so ein Lebenszeichen von mir geben. Das fand ich ganz gut. Also, tada! Da bin ich. Und an dieser Stelle kann ich ja auch schon mal sagen, falls ihr das jetzt guckt, willkommen an die unzähligen neuen Abonnenten, die durch die Top 5 Videos dazu gestoßen sind in letzter Zeit. Es kam so ein bisschen aus dem Nichts, aber ich freue mich natürlich. Ist ziemlich cool. Und ich würde mir wünschen, dass Dreamy jetzt aufhört, sich selbst zu verletzen. Oh, dreimal hintereinander. Dein Ernst? Aber ja, danke fürs Abonnieren. Mega krass. Jetzt sind wir bald bei 600. Und das ging so über eine Woche, wo ich gar nichts gemacht habe. Also, das hat mir auch dann schon ziemliche Vorfreude gegeben, muss ich sagen, wieder was zu machen. Also, das ist schon geil, schon cool. So, Dremy, du hast dich ja erfolgreich selbst besiegt, deshalb kriegst du jetzt ein paar Tränke. Und ich hol mir gleich mal was zu trinken und stell mir das hier nebenan. Damit meine Stimme nicht zu schnell versagt. Mann, dauerte das früher lange, Tränke zu geben, ist ja furchtbar. So, einmal was zu trinken holen. So, da bin ich wieder. Ich habe was zu trinken. Ich merke das auch direkt schon. Das ist so krass. Ich merke das, wenn ich anfange, mich einfach hinzusetzen und zu reden, so durchgehend, dann spüre ich das schon direkt wieder so in meiner Nase, im Hals so ein bisschen. Das ist nicht schön. Das soll aufhören. Schon, haben wir schon gesehen. Stylisch, sehr schön. Ja, jedenfalls ist das nicht schön. Das nervt echt. Vor allem, ich fühle mich auch irgendwie, also... Wie soll man das sagen? Nicht körperlich, nicht physisch. Also ich fühle mich nicht so, als wäre ich wirklich krank. Ich habe halt nur irgendwie Halskratzen und Schnupfen. Und meine Augen jucken oder haben gejuckt. Das war übel. Es ist momentan ja Kieler Woche. Also ich wohne nicht mehr in Kiel, aber ich fahre dafür natürlich wieder hoch nach Kiel. Und, also, falls ihr nicht wisst, was das ist, es ist eigentlich Party nonstop, so 10 Tage lang in der Stadt, das ist ziemlich cool. Und ich war auf der Kieler Woche, weil ich meine, also, sowas, das ist ja super süß, sowas lasse ich mir dann ja wohl nicht nehmen, also durch so blöde Allergie auf irgendwelchen Quatsch, der da gerade draußen rumfliegt. Jedenfalls, ich war auf der Kieler Woche und ich hatte so den krassen Augenjuck
Brand, Anfall oder was auch immer. Das ging überhaupt nicht klar. Plötzlich haben meine Augen einfach so richtig angefangen zu brennen. Das ist nicht schön. Das ist echt überhaupt nicht cool. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass ich das jetzt langsam durch habe. Fun Fact, ich war dann auch noch einen Tag lang halb taub. Das war auch interessant. Ich bin aufgewacht und mein linkes Ohr war komplett verstopft. Also ich habe gar nichts gehört auf dem linken Ohr. Und ich weiß nicht, einige wissen es vielleicht. Vielleicht habe ich schon mal gesagt, ich bin auf dem rechten Ohr hörgeschädigt. Da höre ich, ich würde schätzen, vielleicht so die Hälfte vom normalen Hörvermögen eines Ohrs. Wow, der Sprite ist ziemlich gut gelungen. Holy shit, nice. Und naja, mein linkes Ohr war komplett zu, mein rechtes Ohr ist halt schwach. Und dann war ich so einen Tag lang einfach halt so gut wie taub und hab die ganze Zeit genießt und es war nicht schön. Ich bin dann noch morgens zum Arzt, der hatte natürlich keine Zeit mehr. Da bin ich zur Apotheke und hab mir irgend so ein komisches Zeug geholt, was man sich ins Ohr träufelt. Und dann war da noch so eine Gummispritze dabei, mit der man sich dann so Wasser ins Ohr geschossen hat. Und nach mehreren Stunden habe ich dann irgendwie es geschafft, dass ich wieder hören konnte. In letzter Zeit läuft es echt nicht bei mir. Ist nicht cool. Aber das sieht cool aus. Geowulf sieht ziemlich gut aus. Ja, das ist Story of my life in den letzten Tagen. Was gab es in den letzten Tagen Positives bei mir? Ich habe Arms. Ich liebe Arms. Arms ist so ein geiles Spiel. Ich zock das sehr viel. Das hat mich darüber hinweg getröstet, dass der Rest nicht ganz so gut gelaufen ist. Arms macht echt Spaß. Ja, Kivo hat auch Spaß gemacht, soweit ich es dann genießen konnte. Ich gehe mal mit Pido nach vorne. Heilige Scheiße, das Leveln geht irgendwie so krass schnell. Braucht man ein neues Teammitglied, um was aufleveln zu können. Und da ist ja auch gleich Gras. Gras. Oh, das ist jetzt ein Rocket. Mal gucken, was der in Wirklichkeit ist. Ah, nee, das ist ja ein... Nee, warte. Ist der jetzt auch so eine Lorelei? Was? Ja. Ja. Yeah. You don't have... Dein Ernst? Okay, da muss ich wohl irgendwas wegwerfen. Ah, Toss. Yes. Gut, das war ja gar nicht lange gedauert. So, jetzt gib mir das bitte. Nugget. Was? Ach ja, ist ja randomized. Ist ja randomized. Wie konnte ich das vergessen? Ja, ich würde locker ja drücken. Ich wäre gerne bei Team Rocket. Das wäre lustig. Schön so ein bisschen kriminell sein. Das wäre schon nicht schlecht mal. Ah, ist auch eine Lorelei. Ein paar Pokémon nicht mit denen kämpfen, sondern sie einfach versklaven. So. Das wäre auch nice. Verkaufen. Das wäre cool. Also würde ich mich nicht beschweren. So, der Crit sollte definitiv reichen. Was richtig geil ist, was ich glaube, was mir jetzt auch helfen wird. Also es ist ziemlich warm hier bei mir. Bei euch wahrscheinlich auch, schätze ich mal. Karablast, den haben wir noch nicht gesehen. Haha, süß, das war alles gut gelungen. Aber es regnet trotzdem in letzter Zeit richtig viel. Es hat gestern so richtig übertrieben gewittert. Und die letzten Tage auch hat es ein bisschen geregnet. Und ich habe halt die Hoffnung, dass diese Gräser oder Pollen gegen was auch immer ich allergisch bin, dadurch so ein bisschen weggespült werden. Das wäre wirklich schön. Wünschenswert. Gestern war natürlich wieder, ich wollte noch ein bisschen einkaufen so. Also der Supermarkt, bei dem ich einkaufe, ist so 3 Minuten, sag ich mal, zu Fuß entfernt. Bin ich halt raus, wollte ein bisschen einkaufen. Fängt natürlich direkt völlig an zu gießen. Aber wenn es warm ist, mag ich das eigentlich ganz gerne. Das ist eigentlich irgendwie ganz cool. Pedo ist eigentlich zu OP. Ich hätte ihn mal Opido nennen sollen oder so. Aber da wusste ich noch nicht, dass es immer crittet. Der Sprite ist irgendwie richtig komisch. Den verstehe ich nicht so ganz. Warum bin ich eigentlich drin geblieben? Rauhaut. Schön wär's. So. Das Ding ist einfach zu krass. Junior Trainer männlich. So, mal gucken, was es hier gibt. Vielleicht sind hier ja spannende Pokémon. Ist auch nicht ein Item? Ich dachte irgendwie. Ah, das schicke Magnalien. Also, das will ich nicht fangen, weil es ist Magnalien. Aber der Sprite ist echt gut. Der ist gut gelungen. Kann man nicht meckern.
Na komm schon. Gib mir was Cooles. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Da oben ist ja auch noch ein Feld. Da sollte es die gleichen Pokémon geben, schätze ich mal. Ich will jetzt auch nicht ewig suchen, aber ich hätte wirklich gerne ein neues Teammitglied. Das wäre schon cool. Hier war ein Item. Hier kriegt man doch auf der gelben Glumanda. Ah ja, ich hab. Kann ich mal was wegwerfen? Ist ja schlimm. Ah, ich komm, ich kann die ESK Bro wegwerfen. Wer braucht das? Toss. Yes. Yes. Hau weg. Ich muss mal welche auf den PC packen. Die TMs müsste ich mal auf den PC packen. Zum Beispiel diese TM. Mal gucken, was es ist. Es interessiert mich. Das ist immer witzig. Air Slash. Nicht schlecht. Absolut nicht schlecht. Ja, sonst habe ich nicht so viel. Man hat echt wenig Platz für Items. Das ist schon übel. Man kann fast gar keine Items mit sich rumschleppen. Gucken wir hier nochmal ein Pokémon. In diesem Viereck. LOL. Aurorus. Nicht schlecht. Also will ich auch nicht unbedingt haben. Upp, das war meine Wasserflasche. Aber ist schon interessant. Okay, Aurorus, Aurorus. I see you, I see you. I just got down from Mount Moon. Aber ich bin bereit. Ja, ich muss sie auf Deutsch übersetzen, habe ich vergessen, kurzzeitig. Ein Angler. Hallo, Angler. Oh, Tangolos. Tangolos ist richtig cool. Ich spiele jetzt gerade momentan nicht mehr so viel Showdown, aber ich habe ja vor kurzer Zeit, okay, da wechsle ich lieber, Tangolos ist ja bulky. Ich habe ja vor kurzer Zeit ordentlich viel Showdown gespielt und Tangrowth war in vielen meiner Teams drin. Das ist super gut im OU. Giftpuder benutzt man nicht im OU. Definitiv nicht. Es lebt sogar, ey. Übel. Oha. Pack. Zack. Landorus! Ja. Ich hoffe, ich kann das screen. Oh. Okay, alles klar. Der Sprite sieht ja... Oh, shit. Das killt mich locker, oder? Oh, nicht mal ansatzweise. Interessant. Landorus, okay. Danke fürs Level Up, Landorus. Auch nicht schlecht. Ah, ich bin ja vergiftet. Das war ja früher noch so, dass es... Es ist ja heute gar nicht mehr so, dass man außerhalb von Kämpfen noch von Gift betroffen ist. Erst war es so, dass man außerhalb von Kämpfen durch Gift nicht mehr sterben konnte. Und mittlerweile wird man davon gar nicht mehr betroffen, soweit ich weiß. Was ich eigentlich blöd finde. Also, die Mechanik war jetzt schon nicht verkehrt, meiner Meinung nach. Das hat schon Sinn gemacht. Aber naja, ich arbeite ja nicht bei Pokémon. Wink mit dem Zaunfall. Oh, das ist wieder das coole Zubiris. Ja, nehmen wir Drillmi. Haha, das sieht echt cool aus. Das sieht echt ziemlich cool aus. Nice. Easy money. Oh, ich hab wieder das Gift vergessen. Gibt's ja nicht. Muss ich gleich mal machen. Bei mir ist bald Klausurenphase, das wird aber nicht heißen, dass diese Videos nicht so kommen, wie ich es angesagt habe. So, oh! Das ist mal ein geiler Sprite. Okay, also er ist ziemlich hässlich, aber er ist witzig. Ja, Victini. Also wie gesagt, das wird nicht heißen, dass diese Videos nicht so regelmäßig kommen, wie ich es ursprünglich angesagt hatte. Wenn ich denn fit bleibe, also dann kommen die auf jeden Fall montags, mittwochs und freitags, weil es ist ja eigentlich echt kein Aufwand, die hier aufzunehmen oder zu bearbeiten. Das ist wirklich nicht viel. Ich muss halt das Layout irgendwie aktualisieren, wenn ich ein neues Pokémon fange. Aber die brauchen auch nicht lange zum Rendern und
Das kann echt nicht das Problem sein. Aber nach der Klausurenphase habe ich Semesterferien, wie bekannt ist. Klausuren, Semesterferien, wir haben studiert. Und dann habe ich auch mal wieder Zeit, aufwendigere Videos zu machen. Da freue ich mich schon drauf. Kann ich mal wieder ein paar Top 5 oder Top 10 Videos machen. Habe auch schon ein paar Ideen. Das wird gut, das wird gut. Auf jeden Fall. Mittlerweile, ich kann ja auch immer sehen, was ich schon gemacht habe und dann mich dementsprechend verbessern. Das wird gut. Ich habe Lust, mal wieder irgendwie aufwendigere Videos zu machen, an denen ich auch ein bisschen länger sitze. Weil da ist man ja doch immer dann ein Stück stolzer drauf. Irgendwo. Dann ist man fertig und denkt sich so, yes, das habe ich geschaffen. Ist schon cool, ist schon cool. Das ist so der Grund, warum ich so eine Videos überhaupt mache. Es ist halt viel Arbeit. Also ich mache sie ja auch nicht oft, wie man sieht. Aber wenn man dann fertig ist, denkt man so, geil. Und wenn es dann natürlich erfolgreich ist, so wie jetzt, das ist natürlich dann nochmal obendrauf. Fühlt sich sehr gut an, ist ein gutes Gefühl. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kam auch echt aus dem Nichts. Vor allem das zerpennt schlechteste Mega-Entwicklung, das ist ja völlig ausgeflippt in letzter Zeit. Das kriegt ja in letzter Zeit noch mehr Aufrufe als mein Top 5 stärkste Pokémon, was mit Abstand mein erfolgreichstes Video ist und was ich nicht gedacht hätte, dass irgendein Video da in nächster Zeit irgendwie mal in die Nähe kommt. Aber es ist schon krass. Und ja, vielen Dank für die Beteiligung und freut mich sehr. Es wird mehr geben, definitiv. Das Victini kommt unter Garantie auf den Thumbnail. Das sah ja nur lustig aus. Pignite. Yes. Das ist doch schon die erste Entwicklung, ne? Ja, dann gehe ich mal an Drillmie. Der Sprite sieht nicht schlecht aus. Da würde ich mich nicht beschweren. Hoffentlich killst du. Ja, doch, du bist Level 13. Ah, Flinch, nice. Wir leveln echt zu schnell, das ist krass. Ich brauche neue Pokémon, die ich hochleveln kann. Fletchinde. Das Pokémon, wo der Name nicht passt. Das sieht auch so schlimm aus. Manaphy. Oh, Manaphy hätte ich auch gern. Und der Sprite sieht auch cool aus. Ich mag Manaphy. Wissen ja auch die meisten. War ja in meinem CPL Kader damals mein gewähltes Signature-Pokémon und hat mir gute Dienste erwiesen. You got me. Okay, da ist ein Item, das ich habe, aber vorher muss ich noch irgendwas wegwerfen anscheinend. Ich bin ein cooler Typ. Ich habe eine Freundin. Wow, herzlichen Glückwunsch. Das passt ja, dass der jetzt zu einem Biker gemacht wurde. Die sehen auch schon so arrogant aus. Dieser Backsprite von Tohaido, der ist richtig next level. Einfach so Flosse. Schon ziemlich cool. Schon wieder Weavile. Gehen wir doch in McNuggets. Der sollte das mit Double Kick gut regeln können. Ja, das war leicht. Level 23, McNuggets ist so stark. Das ist so krass. Meine ganzen Pokémon sind super stark. Ist schon heftig. Ach ja. Ach ja. Ich habe einen Full Restore. Auch interessant. Komm, geben wir das Protein. Drillmie. Who cares? Schon wieder eine TM. Gucken wir nach, was es ist. Mega Kick. Ha. Interessant. So. Junge, sie schreien. Hey. Nein, nee, das ist noch gleich der Endgegner. Ich wusste, ich würde dich bekämpfen müssen. Woher wusstest du das? Du kennst mich doch gar nicht. Rival. Ah, ne, ist ein Schwimmer. Ist gar kein Käfersammler. Okay. Chilliger Oldschool Sprite. Okay, hier muss ich raus. Gehen wir mal McNuggets. McNuggets!
Ah, Karate-Schlag crittet auch immer, stimmt. Das hat ja auch ein hohes Crit-Ratio, folglich ist crittet immer. Skitty. Skitty ist Litty. Haha, süß! Das sieht niedlich aus, das ist ein guter Sprite. So, jetzt kommt der Endgegner. Junge, sie schreien, hey! Kennt das überhaupt irgendjemand oder bin ich einfach nur alt? Weiß nicht, wahrscheinlich. Na doch, ich denke, der eine oder andere wird es schon kennen. Oh shit, auch ein Blaziken, okay. Das nicht gut. Das nicht gut. Ist nicht sehr effektiv, aber es crit. Oh ja, das wird mich raggen. Ah, Mist. Okay. So. Kann das sein, dass es mein erster Tod ist? Ich weiß es gerade gar nicht. Könnte schon sein. Landturn. Oh shit, ist das Ding fett. Der Jumpkick trifft. Danke, das sollte aber reichen. Yes, okay. Das Ding sah aus wie so eine Pfütze irgendwie. Raikou! Na? Geh ich doch mal in Drillmi. Das Ding sieht so evil aus. Ich hätte so gerne Erdbeben. Das würde alles so viel einfacher machen. Nicht zurückschrecken und nicht sterben. Danke. Oh, Crit überlebt. Nice. Drillmi! Rock Blast! Nicht verkehrt! Yes. Ja, Fury Attack, ne? Geil, eine Steinattacke, das ist gut. Das ist super gut. Nice. Trotzdem als Göre noch angezeigt, sehr schön. So, wollen wir mal zu Bill, dem alten Homie. Hi, ich bin ein Pokémon. Nein, bin ich nicht. Nenn mich Bill. Ich bin ein wahrer Pokémon-Verrückter. Hey. Was soll das mit diesem skeptischen Blick deinerseits? Joshing you? Keine Ahnung, was das heißt. Ich hab ein Experiment verkackt und jetzt habe ich mich mit einem Pokémon vermischt. Wie wär's? Wirst du mir helfen? Klar. Nun, ich gehe in den Teleporter, gehe zu meinem PC und starte die Zellentrennungssystem. Das ist echt nicht leicht, das so einfach zu übersetzen. So. Zellentrennungssystem starten. Das ist wie Flugzeug fliegen. Einfach auf den Flugknopf drücken und los geht das. Oh, siehst du wieder normal. Das ist schön. Jiha! Danke, Bro. Ich schulde dir was. Also, wie geht es mit deiner Pokémon-Sammlung voran? Was? Ach so, deshalb bist du nicht gekommen, das ist schade. Naja, ich muss dir danken. Hier, nimm doch das hier. Ich hab eh zu viel zu tun, Bro. Hä? Ja, mein Beutel ist schon wieder voll, hm? Oh. Das stresst. Ja, gib mir das jetzt. Danke. Das SS-Ticket. Na, das ist doch erfreulich, dass ich jetzt endlich der SS beitreten darf. Sehr schön. Ist da noch irgendwie was? Nee, ne? Okay. Dann gangstern wir jetzt mal zurück. Allerdings sind wir auch gerade schon am Zeitlimit angekommen, so wie ich das sehe. Passt ziemlich gut, dass wir dann diesen ganzen Abschnitt geschafft haben. Nächstes Mal widmen wir uns dann der SSN und nicht der MSN, würde ich sagen. Ja, wir haben kein neues Teammitglied, leider. Ich würde richtig gern so ein geiles Victini irgendwo fangen. Also wenn ich das sehe, würde es direkt gefangen. Aber ich bedanke mich natürlich bei euch fürs Zusehen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like da. Und ich hoffe, dass ich euch im nächsten Video wiedersehen darf. Und bis dahin macht's gut. Ich wünsche einen schönen Tag. Haut rein, Leute. Tschüss.